Heute wurde Clara Geiwitz als neue Bauministerin der neuen Ampelkoalition benannt. Frau Clara, wer? Genau, so habe ich auch erst überlegt. Ehrlich gesagt ist die Frau ein völlig unbeschriebenes Blatt. Was sie getan hat in ihrem Leben, war bisher Landtagsmandat, Kreistagsmandat, Parteistrukturen. Mit Bauen und Wohnen hatte das nirgendwo etwas zu tun. Insofern bleibt Herr Scholz sich leider treu, in seiner Ministerriege viele Leute zu versammeln, gerade Frauen, was durchaus zu begrüßen ist, aber leider keine Fachkompetenz. Das, was er ihr an Fachkompetenz zugeschrieben hat, sagt er heute, naja, sie kommt aus einer Stadt, Potsdam, in der es hohe Mieten und Wohnungsnot gibt. Und das sei doch schon etwas am Bereich Bauen und Wohnen. Mit Verlaub, jeder kennt das, der in einer mittelgroßen deutschen Stadt lebt. Weiterhin leider keine Kompetenz.